Inga, du hast jetzt gerade viele Anweisungen gegeben. Und was ist aber jetzt wirklich wichtig? Das Wichtigste ist, dass wir gesund durch die erste Kurve kommen und ohne viel Schaden halt. Das war meine Ansage. Thomas, haltet ihr euch da dran? Ja, ja, Sicherheit geht über alles. Das haben wir vom Ingo gelernt. Der Ingo ist so ein Sicherheitsfanatiker und wir sind seine treuen Jünger. Da schauen wir mal. Thomas, was sagst du dazu? Du hast ja schon öfter einen Start gemacht. Ja, ist alles gut gegangen immer, ja. Ich bin eher der defensive Starter. Jetzt hat er den Geist aufgeben und dann bleibt er in einem Gang und kann man nicht mehr schalten. Und mit einem Gang fertig fahren macht keinen Sinn. So. 8 Jahre war ich nicht da und jetzt zum ersten Mal und er ist so toll dabei. Gottes Willen, Hilfe, nein, kein Protest. Wir schauen, dass wir das schön heimfahren. Specki liegt vorne, beziehungsweise falsch. Coach McKenzie ist vorne, Fritz K. ist auf 2. Wenn das so weitergeht für Specki, hat er es heimgefahren. Passt. Also Vivian, du hast mir da was verraten, wie du deine Motorsportkarriere beginnen möchtest. Erzähl es einmal der Mama. Also ich würde mal gerne auch fahren wie Papa, aber so ein Adrenalin-Dings, das mag ich. Den Wunsch äußern, den was du ihm raufgerufen hast? Ich möchte heute Abend was Gescheites zum Essen. Ich auch. Leider Gottes hast du müssen reinkommen. Was ist passiert? Ja, kleine Haberie mit also einem Renault. Es war ein bisschen ein unfairer Mitspieler. Er hat mich auf der Curva Grande einen Kieshausen drängt und ja. Naja, gibt es immer noch was zum Nachlegen, es kann immer besser sein, aber für die Umstände ist okay. Ja. Einen würdigen Meister wieder haben wir. Alle Achtung. Und es war natürlich schon ein wenig knapp hinten aus so, aber tapfer gefahren. Und Coach ist super klasse gefahren. Also muss man sagen, Coach hat alles gegeben und super, war toll. Drück die Daumen ganz stark für unseren Freund Hermann, mein Mitstreiter hier um die Pokale. Aber was steht 2022 bei dir an? 2012, darüber machen wir uns Gedanken. Hoffe natürlich. Wäre aber auch gerne bereit, hinter dem Coach anzukommen, als Sieger in meiner Gruppe. Königlicher Park hier in Monza und der Lamborghini Huracan, das richtige Fahrzeug. Viel, aber wir haben hier beide keine Angst, haben Riesenspaß. Ist nicht ganz einfach für mich gewesen, ich musste gestern noch meine Tochter verheiraten. Ja, also schauen wir mal. Ja, das wird schon geil. Also, ja. Jetzt müssen wir schauen, was ich vorher verbockt habe und wie man es besser macht. Genau. Ja, wird spannend. Leine kriegt doppelte Punktzahl. Von daher ist für uns anstrengend, aber ja, wir werden gucken. Ja, im königlichen Park von Monza hier so ein tolles Fahrzeug, ein GP2 zu bewegen, ist ja ein Highlight. Ja, es ist mehr als eine Ehre, dass man das machen kann. Das ist quasi High End im Motorsport, wenn man das auf der Rennstrecke bewegen kann oder zu das Auto. Also es macht schon riesen Spaß und kann man schon glücklich sein. Ja. Mit deiner Platzierung warst du jetzt zufrieden und fürs Rennen? Nein, da kann man natürlich nicht zufrieden sein. Es geht immer noch ein bisschen mehr. Man muss, wie gesagt, noch ein bisschen nachlegen, aber fürs Erste geht es einmal. Wir haben 3 Mal unterbrochenes Qualifying gehabt, immer wieder neu starten, bremsen, reifen. Was hast du dir jetzt vorgenommen? Was ist der Plan für die Stunde? Du, der Plan ist das, vielleicht vor dem Speck Hermann sein, nicht? Weil ich ein Spitzenfahrer. Der Promoter der Sportscar Challenge, Walter Pietrazza, im 25. Jahr, ein Vierteljahrhundert sind vergangen, wo das erste Rennen, kannst du dich noch erinnern, Walter, das erste Rennen in der Sportscar Challenge? Ja, daran erinnere ich mich sehr gut, weil eigentlich alle der Meinung waren, das wird eine Eintagsfliege, da kommt niemand. Und wir hatten beim ersten Mal 26 Autos, mehr geht nicht. Ja, ein tolles Jahr war das damals und heute auch die Sportscar Challenge in Monza, im Königlichen Park. Walter, heute 2 Rennen in der Sportscar Challenge mit der Prototypen Italien zusammen. Ein tolles Starterfeld, das jetzt erwartet wird. Ja, mich freut es natürlich irrsinnig, Fotos oder filmmäßig Material zu bekommen, wo wirklich mal ein gescheites, großes Feld da ist. Das ist ja eigentlich sehr selten geworden. Und schauen wir mal, was rauskommt. Walter, wir wünschen ein erfolgreiches Wochenende und viel Erfolg. Danke, Dietmar. Andreas Fiedler, normalerweise mit den Sportwagen, mit den Gruppe-C-Fahrzeugen auch hier mit dabei, aber heute das GP2-Fahrzeug ausgepackt. Wie geil ist es hier in Monza? Ja, prinzipiell sage ich mal, habe Monza und ich haben so eine kleine Rechnung offen. Ich habe da die Schikane Ascari, die liebe ich eigentlich. Und das mit den Auto halt der Wahnsinn. Da kannst du richtig durchfliegen lassen. Sportwegen muss ich sagen, ja, ist meine Leidenschaft. Nur habe ich momentan da ein bisschen technische Probleme. Und ja, mit dem GP2 geht es halt einfach einen Zahn schneller von der Performance. Jetzt fahrt ihr die gerade da runter mit 280, 290 hinten auch runter. Also das ist schon ein Hightech-Gefühl.
Ja, prinzipiell glaube ich, sind wir wesentlich schneller. Ich glaube, dass wir eher so bei 320 rum sind. Aber das ist natürlich 320 ist eine andere Ansage. Ja, da geht was. Also das ist halt, man irgendwo hat man immer dann einen Michael Schumacher im Kopf. Ja, wie der dann seinen Rundenrekord mit dem Ferrari aufgestellt hat, das ist eine Formelstrecke. Er hat schon mal den Motor von mir auseinandernehmen lassen, weil ich dachte, ich bin scheiße, aber da war doch nichts dran. Ja, da ist er heute reingekommen und hat gesagt, das machen wir heute wieder. Ja, macht er wieder. Er ist gern eingeladen, der ist ja sowieso nächste Woche in Nürnberg, dann kann man nachschauen. Komm, jetzt gehen wir. Alles Gute, auch allen alles Gute, bis bald, danke. Nochmal danke, Bernhard, für das geile Organisieren, war echt super. Dankeschön. Er macht das richtig gut.